Das Bauhaus wollte keinen Stil oder ein Dogma. Es war eine Idee, eine lebendige Idee. Und wie es ist mit Ideen, wenn sie lebendig sind, sie entwickeln sich nur sehr langsam. Es dauert eine ganze Generation oder 30 Jahre, bis sich eine Idee wirklich verbreitert. Und das hat auch dasselbe fand statt mit dem Bauhaus. Unser Ziel war, dass wir versuchen wollten, wieder eine Einheit aller künstlerischen Tätigkeiten unter der Führung der Architektur herbeizuführen. Wir entwickelten ein neues System. Die Arbeit ging eigentlich wie in einem Laboratorium vor sich zwischen den Meistern und den Schülern. Und die Imitation des Meisters durch den Schüler, wie üblich war, wurde von uns tabu erklärt. Stattdessen versuchten wir, eine Wissenschaft des Sehens aufzubauen, aus allen Tatsachen des physiologischen und psychologischen Lebens des Menschen fanden wir eine neue Wissenschaft des Sehens, die wir unseren Schülern aushändigten. Und jeder hatte sich selbst aufzubauen mit dieser neuen Kenntnis. Wir hatten Erfolg, wir wurden angegriffen, wir wurden kritisiert, wir wurden beleidigt. Wir wurden aus Weimar vertrieben, dann aus Dessau. Und schließlich, wie das Institut in Berlin landete, wurde es in 1933 geschlossen und wir hatten schließlich unsere eigene Heimat zu verlassen. Aber eine Idee kann nicht unterdrückt werden. Die Idee des Bauhauses lebte weiter und hat sich überall verbreitet in allen Ländern heute. Ich kann wohl sagen, dass hauptsächlich die Methode unserer Kunsterziehung von allen wesentlichen Instituten für Gestaltung, Architektur, Design aufgenommen worden ist und weiterentwickelt ist. Stuttgart, Mai 1968. Ausstellung 50 Jahre Bauhaus. 500.000 D-Mark hat sich die Bundesrepublik eine Sache kosten lassen, mit der man dem kulturellen Ansehen Deutschlands in der Welt Pluspunkte zu verschaffen hofft. Walter Gropius ist von den USA herübergekommen, um die Ausstellung zu eröffnen. Sie geht von Stuttgart aus 4 Jahre lang durch die Welt. Das Bauhaus ist ein Prestigeobjekt geworden, das man stolz herzeigt. Seine Geschichte stimmt eher traurig. Sie beweist ein gestörtes Verhältnis der Deutschen zur Kultur. Innen die geschminkte Historie, draußen vor der Tür die Wirklichkeit. Das Bauhaus ist in 14 Jahren 3-mal abgewürgt worden. Und eben als man das Gropius-Institut als Prunkstück deutschen Geistes groß herausstellt, werden dem Enkel des Bauhauses, der Ulmer Hochschule für Gestaltung, die Mittel entzogen. Studenten und Dozenten protestieren gegen diese Heuchelei des Staates. Sie fordern Diskussion. Die Minister weichen aus. Gropius stellt sich. Jedoch er hat nur schwachen Trost. Keine politische Aggression, rät er. Er weiß, wie sehr Vorurteile und bürgerlicher Widersinn kulturellen Initiativen entgegenstehen. Weimar, Heimat der deutschen Klassik, Geburtsstadt der ersten deutschen Republik. Das Bürgertum sah sich als Hüter hoher Werte. In die Provinzstadt war 1919 von Walter Gropius aufgerufen, ein keckes junges Völkchen gekommen, um ein neues Modell der künstlerischen Ausbildung zu erproben. Gropius hatte die Kunst aus dem Handwerk heraus erneuern wollen. Aber statt dem Handwerk diente das Bauhaus bald schon der Industrie. In Weimar mit seinem Klassikerkult duldete man das neue künstlerische Anliegen des Bauhauses nicht. Man gewährte nicht die von Schiller geforderte Gedankenfreiheit. Kunst und Technik, eine neue Einheit, man lachte darüber. Als dann aber etwas daraus wurde, ärgerten sich die Spießer. Für sie war Kunst das Heilige, das ewig Schöne. Und Technik, das waren Schornsteine, Lärm und Dreck. Beide Bereiche sollten brav getrennt bleiben. Außerdem missfiel die forsche Haltung der meisten Bauhäusler. Sie wurden Sozis und Kommunisten genannt. Es gab Haussuchungen, Verleumdungen, Prozesse. Weimar stand auf gegen die fortschrittlichste Experimentierstätte des neuen Gestaltens. Denn die Bauhäusler, eben erst aus den Wirren des Krieges und der Revolution entlassen, machten Tabula rasa.
Sie lehnten die Vergangenheit ab und suchten nach neuen künstlerischen und sozialen Lösungen für die Zukunft. Sie fühlten sich als die Elite einer, wie sie glaubten, besseren, freieren Zeit. Die Bauhäusler liebten die Kunst und das Leben. Die Bauhauskapelle spielte als einer der ersten deutschen Bands Jazz aus USA. Die Wogen schlugen hoch, wenn es im Städtchen hieß, das Bauhaus feiert. Schauergeschichten von Unmoral und Ausschreitungen liefen um. Den Bauhäuslern gefiel das. Sie schockierten und legten es darauf an, zu schockieren. Sie wirkten wie ein Stück Berlin der 20er Jahre in die Provinz versetzt. Das waren Feste auf einem Vulkan. Das Jahr 1923 brachte den Tiefpunkt der deutschen Nachkriegszeit. Französische Truppen besetzen das Rheinland. Die nationale Reaktion verstärkt sich. Das geschwächte Reich versucht durch die Berufung Stresemanns der misslichen Lage Herr zu werden. Die SA marschiert markig in den Mythos des 9. November. Der Staatsstreich scheitert, aber Hitler wird zum Helden der Nation. Ende des Jahres ist die Mark praktisch entwertet. Das Volk drängt sich vor bankrotten Banken. Doch die deutsche Krise schlägt auf ihrer Höhe um. Amerika und England gewähren dem Weltkriegsverlierer Erleichterungen. Die Währung wird stabil, die Industrie erhält neue Aufträge, die Arbeitslosigkeit geht zurück und in der Kultur setzt Deutschland wesentliche Impulse. Einer der wichtigsten kommt aus dem Bauhaus, wo mit neuen Möglichkeiten der Kunst experimentiert wird. Die ersten Ergebnisse waren im Sommer 1923 in der Weimarer Bauhausausstellung gezeigt worden. 15.000 Besucher aus aller Welt hatten sie gesehen. Ihr Motto hieß Kunst und Technik, eine neue Einheit. Europa diskutierte diese revolutionäre Idee. Große Umwälzungen beginnen meist im Kleinen. Frühe Bauhausprodukte, Vorboten einer neuen Epoche des Geschmacks. Das Bauhaus wusste, wer Kunst im technischen Zeitalter machen wollte, musste erst einmal die Materialien kennenlernen. Es schickte deshalb die Studenten in einen Vorkurs, wo sie monatelang Materialstudien trieben. Ein weiterer Bauhauslehrsatz: Wer die Technik verstehen will, muss ihre handwerklichen Voraussetzungen beherrschen. Zweite Stufe am Bauhaus deshalb die Ausbildung in einer Werkstatt. Erst nach abgeschlossener Handwerksausbildung wurden die Studenten an eigene gestalterische Aufgaben herangelassen. Dies sind erste Ergebnisse. Produkte in Holz, Metall, Stoff. Sie wirken durch gute handwerkliche Verarbeitung und zweckmäßige Gestaltung. 1923 erschienen diese Gegenstände radikal neu. Heute sind sie gang und gäbe. Das Bauhaus wollte zunächst keine Künstler ausbilden, sondern Industriegestalter. Aber zu dieser Ausbildung zog es bekannte Künstler heran. Sie wirkten klärend und anregend. Sie setzten die Maßstäbe, an denen das Bauhaus sich ständig selbst zu messen hatte. Die Jüngeren, die das hören, dass man Klee gekannt hat und Kandinsky gekannt hat und Feininger, ja, für die sind das solche klassischen Größen, dass das beinahe unglaubhaft wird. Ich finde es ganz außerordentlich und eigentlich auch bedeutsam für die innere Wirkung des Bauhauses, dass alle, die damals dabei gewesen sind, sich noch heute auf irgendeine Weise verbunden fühlen, weil sie ähnliche Erlebnisse mitgemacht haben, die man eben nur mitmacht, wenn man in einem Kreis von bedeutenden Menschen als Schüler anwesend gewesen ist. Paul Klee war 41 Jahre alt, als er 1921 in Weimar seine erste Lehraufgabe erhielt. Walter Gropius hatte ihn berufen, weil er sich von der ungegenständlichen Malerei Anregungen für Architektur und Design erhoffte. Für Klee sollte Kunst nicht mehr die Natur kopieren, sondern aus sich selbst eigene Bildwelten aufbauen. Er lehrte diese Idee als Formmeister der Glasmalerei und der Weberei, und er machte sie zur Grundlage seines stark besuchten theoretischen Unterrichts. Klee wirkte streng und geheimnisvoll, sein Spitzname der liebe Gott.
Gropius nannte ihn die letzte moralische Instanz des Bauhauses. Ein anderer Meister der ersten Stunde, Lionel Feininger. Mit diesen karikativen Bildern hatte sich der Deutsch-Amerikaner Beachtung verschafft. 1919, als Feininger ans Bauhaus kam, war er von allen Meistern der bekannteste. Walter Gropius machte ihn zum Formmeister der Buchbinderei und Druckerei. Dies sind Bucheinbände der Feininger Werkstatt. Feininger war 14 Jahre lang Lehrer am Bauhaus. 1936 hingen seine Bilder in der Ausstellung Entartete Kunst. 1937 kam er mit $2 in der Tasche in New York an. Er war 66 Jahre alt und stand vor dem Nichts. Cambridge, Massachusetts, 1968. Ähnlich hektisch mag es 1923 in Weimar zugegangen sein. Nur spielte man damals nicht Beat, sondern Jazz. In Cambridge, einer der Studentenhochburgen der USA, lebt Lux Feininger, der jüngste Sohn des Bauhausmeisters. Er ist auch Maler, aber ohne die Erfolge seines Vaters. Lux studierte am Bauhaus in Dessau und Berlin. Er kennt die Motive, die seinen Vater ans Bauhaus zogen. Ich glaube, dass das größte Interesse da an der Neuheit der Idee lag. Vor allem auch der Umstand, dass die frühen Studenten, die ans Bauhaus kamen, gleich nach Ende des Ersten Weltkrieges, sich für die Richtung in der Malerei interessierten, die meinem Vater selbst alles bedeutete und die er einfach Expressionismus nannte. Nach verhältnismäßig kurzer Zeit entwickelte sich das Bauhaus in einer Richtung, die der Malerei nicht direkt günstig zu sein schien. Und mein Vater hat aber doch sehr viele von den jungen Studenten beeinflussen können und vor allem auch ermutigen können. Lionel Feininger stand hin und her gerissen zwischen Bewunderung und Zweifel im Bauhaus. Seine Musikabende waren ein Anziehungspunkt. Er stellte das Musische über das Rationale. Kunst war für ihn der Technik überlegen. An die Möglichkeit, beides zu vereinen, glaubte er nicht. Auf den Spuren des Bauhauses. Ankunft in einer Stadt, deren Namen man nicht zu nennen braucht. Jeder kennt sie durch ihre Bauten, durch ihre Menschen, durch ihr Flair. Vor dem Narzissmus fliehend kam der Bauhausmeister Wassily Kandinsky 1933 nach Paris. Am Seineufer bei Neuilly mietete er sich ein. Hier arbeitete Wassily Kandinsky, der Begründer der abstrakten Malerei. Alles liegt unberührt, so wie er es 1941 bei seinem Tode hinterlassen hat. Mit einem Aquarell begann die neue Epoche der Kunst. Erste abstrakte Formulierung 1910. Mit ähnlichen Bildern wurde der ehemalige Rechtsanwalt erfolgreich. Später malte Kandinsky geometrischer. Seine Bildarchitekturen erregten die Aufmerksamkeit von Walter Gropius. Er berief Kandinsky 1922 ans Bauhaus. Sein Einfluss bewirkte die Abkehr von der expressionistischen Bauhausphase und die Hinwendung zu einem technologisch orientierten Gestalten. Kubus, Dreieck, Quadrat. Symbole der Kandinsky-Malerei wurden zu den Bauhaus-Symbolen. Die Anhänger der Gegenständlichkeit wurden in die Opposition gedrängt. Kandinsky blieb dem Bauhaus bis zur Auflösung treu, auch er oft zweifelnd an der Richtigkeit der Bauhaus-Ideen. Es war eine Stärke des Bauhauses, dass es in ständiger geistiger und formaler Auseinandersetzung seinen Weg ging. Es wurde erfolgreich, weil es Gegensätze verkraften, weil es geniale Persönlichkeiten unter seinen Willen stellen konnte. Das Bauhaus hatte mit dem Ruf »Zurück zum Handwerk« begonnen und viele waren ihm gefolgt. In dem Saalestädtchen Dornburg bestand unter Gerhard Marx 6 Jahre lang die Bauhaustöpferei. Ihre Produkte brachten die ersten Verkaufserfolge. Gerhard Marx lebt heute als Bildhauer in Köln-Müngersdorf. Er spricht nicht mehr gern über das Bauhaus. Für ihn war und ist der Mensch Inhalt der Kunst.
Er verehrt die griechische Klassik, die deutsche Romanik. 1925 verließ Gerhard Marx das Bauhaus. Er machte die überall in Europa spürbare Entwicklung der Kunst zum technologisch Abstrakten nicht mit. 1919, Oktoberrevolution in Russland. Die alte Kultur wurde zerstört. Kunst sollte fortan nicht mehr Luxus für Reiche sein. Die meisten Künstler stellten sich in den Dienst der Revolution, die allerdings nur für kurze Zeit die bürgerlich-traditionellen Werte ablehnte und an ihre Stelle die sachlichen Normen der wissenschaftlichen Zeit setzte. Am Anfang der neuen russischen Kunst steht Kasimir Malevich. Sein schwarzes Quadrat von 1915 sagt aller Tradition Lebewohl. Kunst wurde Konstruktion, wurde Wissenschaft. In Holland entwickelte fast gleichzeitig die Stylegruppe einen streng geometrischen Stil. Eine Ernüchterung im Künstlerischen begann in vielen Ländern. Walter Gropius wollte einen Vertreter des neuen sachlichen Stils ans Bauhaus ziehen. Gegen die bekannten Konstruktivisten van Doesburg und Elisicki entschied er sich für den unbekannten Ungarn Laszlo Moholy-Nagy. Dieser hatte die russische Revolutionskunst in Berlin kennengelernt. Sie faszinierte ihn. Moholys Bilder sind extremer Konstruktivismus. Durch ihn angeregt, vollzog das Bauhaus den Schritt vom Kunstschönen zum Technischschönen. Eine neue Epoche der Kunst begann. Aber das Bauhaus geriet in stilistische Abhängigkeit. Ich sehe die Entwicklungen der Welt immer als große Ströme an. Wenn Sie einen großen Fluss haben, der hat Nebenflüsse. Und die Nebenflüsse fließen in den großen Strom. Und das Endresultat in dem großen Strom ist von allen diesen Nebenströmen auch. Genauso geht es in der geistigen Wegentwicklung ebenso. Und natürlich war das Bauhaus im höchsten Maße interessiert, was die Stylegruppe in Holland tat unter Duisburg und dann der Konstruktivismus in Russland, wurde alles sehr lebendig debattiert im Bauhaus. Moholy-Nagy leitete die Metallwerkstatt. Nach Ittens Weggang übernahm er den Vorkurs und erhielt damit den größten Einfluss auf die Ausbildung der Studenten. Moholy wollte mit mechanischen Mitteln Kunst erzeugen. Die Fokusarbeiten sind jetzt meist Stabilitäts- und Gleichgewichtsübungen. Entpersönlichung ist ein Schlagwort der Epoche. Man misstraut den Gefühlen und fordert Klarheit. Moholy wird zum radikalsten Vertreter der neuen technologischen Richtung am Bauhaus. Moholy behauptete, seitdem er da wäre, durfte man nicht mehr so machen wie Klee. Er war aber eigentlich nichts weiter wie ein tüchtiger Gebrauchsgrafiker und ein guter Fotograf. Eine sehr komische Geschichte ist ja die, dass als ich das letzte Mal bei Kandinsky war, in Neuilly, da kam das Gespräch auch auf Moholy-Nagy und da sagte er ganz begeistert, ach ja, Moholy, den hasse ich. Im Bauhaus spiegeln sich die geistigen Kontraste der Zeit zwischen den beiden Kriegen. Der Kampf, gegenständlich oder abstrakt, wurde hier ausgetragen. Frühe Bilder des Bauhausmeisters Georg Muche. Er lebt und arbeitet in Bad Schachen am Bodensee. Muche hatte als erster Deutscher seine Malerei mit abstrakten Kompositionen begonnen. Das war 1913. Mit 21 Jahren war er durch seine Ausstellungen in Berlin bei Herwart Walden bereits ein bekannter Maler. Walter Gropius berief Georg Muche 1919 als Formmeister der Weberei ans Bauhaus. Ich habe abstrakt begonnen, aber ich konnte nicht abstrakt bleiben, weil ich eine sehr starke Beziehung habe zu dem Kreatürlichen und zu dem Menschlichen. Und in der abstrakten Bildwelt konnte ich das nicht zum Ausdruck bringen. Ich musste also das Kreatürliche wieder hereinnehmen in das Bild. Und das war an sich ein sehr schwieriges Problem und das hat mich beschäftigt bis zum heutigen Tag. Muche entschied sich für die Gegenständlichkeit. Das war unzeitgemäß, vielleicht ein Ausdruck des Protestes gegen den technischen Rationalismus des Bauhauses. Heute urteilt Muche. Zunächst einmal begegnete ich dem Bauhaus skeptisch. Als ich aber merkte, auf welch breiter Basis es entwickelt werden sollte, da wurde es für mich zu einer großen Faszination. Und nicht bloß deshalb, denn am Bauhaus trafen sich ja Menschen, die zueinander die freundschaftlichen Beziehungen hatten.
Und es war nicht nur das, sondern es war die Eigentümlichkeit, dass dort auch gegensätzliche Meinungen gegeneinander stehen konnten und man fand dann schließlich doch eine Formel, in der sich das Widersinnige auflöste. Und die Bedeutung des Bauhauses, ja, die wird eigentlich dadurch bewiesen, dass es sich so weltweit ausgebreitet hat als Idee und als Vorbild. Der Maler Georg Muche hat sich am Bauhaus zuerst als Architekt betätigt. Zur Bauhausausstellung 1923 baute er das Versuchshaus am Horn. Ein Jahr darauf verkaufte er ein Bild von Picasso und reiste mit dem Erlös zu Architekturstudien in die USA. Er entwarf dann dieses Hochhaus, das erste am Bauhaus. Dort hatte es 7 Jahre lang keine Architekturabteilung gegeben. Eine Studentengruppe um Muche und Marcel Breuer trieb Architektur auf eigene Faust. Muche verkörpert den Geist des ständigen Suchens und Experimentierens, durch den das Bauhaus berühmt wurde. Er trennte sich schließlich vom Bauhaus, weil ihm die Kunst wichtiger erschien als die Dienerrolle des Industriegestalters. Er malte wieder. Kunst ist der Wirklichkeit immer überlegen, sagt er. Die Realität der 20er Jahre scheint diesen Satz allerdings zu entkräften. Die braune, marschierende Masse trieb das Bauhaus vor sich her. 3-mal zertraten nationalistische Banausen, was Walter Gropius und die Seinen aufbauten. Wo Hitler siegte, musste das Bauhaus gehen. Es war als staatlich geförderte Schule von der jeweiligen Regierungskoalition abhängig. Am Bauhaus vollzog sich deshalb jahrelang, was anderen Künstlern erst 1933 geschah. Es wurde von den Nazis angeprangert und schließlich vertrieben. Zuerst aus Weimar. Im September 1924 wurde den Bauhausmeistern vorsorglich gekündigt. Trotz starker Proteste fortschrittlicher Menschen gab es bei der thüringischen Landesregierung keinen Pardon. Gropius löste das Weimarer Bauhaus auf. Doch andere Städte boten Asyl. Das beste Angebot kam aus Dessau. Größere Mittel und die Möglichkeit, eigene Gebäude zu erstellen. Im Herbst 1925 zog das Bauhaus in die sozialistisch regierte Stadt. Ein Jahr später stand bereits der Bau, mit dem Walter Gropius einen Höhepunkt der europäischen Architektur erreichte. Das Gebäude ist nicht mehr ein einziger Baukörper, sondern ein Ensemble verschiedener Bauteile, die in Höhe, Volumen und Form differieren. Gropius schafft Trennungen entsprechend den einzelnen Gebäudefunktionen. Lärmzentren sind durch Verbindungstrakte weggerückt von Ruhezentren. Die Einheit in der Vielheit ist das Ziel. Es ist in Dessau klar erreicht. Am 4. Dezember 1926 wurde das Dessauer Bauhaus eingeweiht. Hauptattraktion der Feiern, die Bauhausbühne. Über 1000 Prominente aus Kunst, Politik und Wissenschaft waren gekommen. Gropius widmete in seiner Rede die Bauten der Jugend, die einst das Gesicht unserer neuen Welt prägen soll. Die Jugend erhielt jetzt auch am Bauhaus eine wichtigere Rolle. 6 ehemalige Gesellen waren nach gründlicher, handwerklicher und künstlerischer Ausbildung zu Meistern ernannt worden. Die Trennung von Werkstatt und Formmeister fiel jetzt weg. Die Jungmeister waren beides. Josef Albers erhielt den Vorkurs. Er wurde zum wichtigsten Lehrer der folgenden Jahre. So brachte das Dessauer Bauhaus auch im Bereich der Pädagogik die Erfüllung eines Ziels, das sich Walter Gropius 1919 gesetzt hatte. Es war nun fähig, alle durch die Industrie gestellten Entwurfaufgaben zu lösen. Aus kleinen Anfängen war eine Hochschule für Gestaltung geworden. Aus Meistern Professoren. Trotzdem blieb die alte Vertrautheit. Studenten und Professoren feierten zusammen ihre Feste und die landauf, landab bekannte Bauhauskapelle spielte weiter ihre damals rebellischen Rhythmen.
Feste waren für Walter Gropius ein bewährtes Mittel, um Missstimmungen auszuräumen und neue Kräfte freizumachen für die Arbeit. Zwischen 1925 und 28 führte das Bauhaus eine große Werbe- und Kontaktkampagne. Seine Kollektionen von Lampen, Möbeln und Gebrauchsgegenständen wurden erfolgreich. Immer stärker interessierte sich die Industrie für die Zusammenarbeit mit diesem Laboratorium neuer Formen. In einer eigenen Zeitschrift informierte das Bauhaus monatlich über die Entwicklung neuer Produkte. Die Presse Deutschlands und Europas schrieb häufig über die erste Hochschule für Gestaltung. Kunst und Technik, eine neue Einheit. Die Wichtigkeit und Zielstrebigkeit dieses Bauhausprogramms wurden weithin anerkannt. Täglich kamen in- und ausländische Besucher, um sich über die Arbeit und die Produkte des Bauhauses zu informieren. Sein Ruhm war gewachsen. Was hatte sich sonst seit Weimar geändert? Die Betonung war vielleicht nun noch mehr auf den Werkstätten, weil wir nun tatsächlich Fühlung mit der Industrie genommen hatten und fertig ausgearbeitete Modelle an die Industrie gaben, sodass sie vervielfältigt werden konnten. Und das war ja auf dem Designgebiet ein Ziel des Bauhauses gewesen, eine Befruchtung der Industrie von dieser Seite aus zu bringen, aber mit Leuten, die wirklich genügend vorgebildet waren, genug verstanden von der Industrie. Wir tauschten zum Beispiel Leute aus, dass Werkmeister von Industrien in unsere Werkstätten kamen und wir haben Leute aus unseren Werkstätten in die Industrien geschickt, um eine wirkliche Verbindung herzustellen, die nach dem Werkbund Vorbild ja noch nicht da war. Da war es immer nur eine Papierarbeit, die dann herübergegeben wurde in die Industrie. Die modelten das dann um. Es war keine direkte Durchdringung, als wir sie schließlich erreicht haben. Das Bauhaus war nach außen ein neues pädagogisches und gestalterisches Programm. Nach innen eine Vielzahl großer Einzelleistungen. Ein Sammelbecken von Genies. Bedeutend der Beitrag des Malers und Bühnenmannes Oskar Schlemmer. Schlemmer leitete 8 Jahre lang die Bauhausbühne. Ihr Glanzstück, das Triadische Ballett, ein Typentheater ohne Worte, aufbauend auf stilisierter Bewegung, Geste, Maske, Musik. Theater wurde bei Schlemmer zur Umsetzung seiner Bilder in Aktionen. Schlemmer und seine Tänzer machten die Bauhausbühne in Deutschland und in der Schweiz berühmt. Am Bauhaus selbst stand die Bühne im Schatten. Sie hatte den kleinsten Etat. Heute sieht man in Schlemmers Tanztypentheater eine wichtige Umfunktionierung der Bühne vom weltanschaulich-theatralischen zum ästhetischen. Sie gilt als eine der größten Leistungen des Bauhauses überhaupt. Von der Bühne sagte man, sie war die Blume im Knopfloch des Bauhauses. Und sie hatte ihre ganz große Zeit immer bei den Festen. Aber es gab ja natürlich auch Funktionelle, die sagten, zu was Blume, Klopfloch genügt. Schlemmer ging am Bauhaus unbeirrt seinen Weg. Als die Kunst dort in Misskredit fiel, verließ er dessen. Es ging ihm wie Marx, Muche, Klee. Sie alle waren zwar bereit, die Kunst an ihre neuen Aufgaben im technischen Zeitalter heranzuführen, aber sie lehnten es ab, Konstrukteure und Designer zu werden. Kunst blieb für sie gebunden an das geniale Werk. Sie war ein Wort mit metaphysischem Unterton. Ein geheimnisvoller Kasten. Keine Laterna Magica, sondern Modell der reflektorischen Lichtspiele von Kurt Schwertfeger. Das interessante Bauhaus-Experiment wurde 1958 an der Werkkunstschule in Alfeld rekonstruiert. Scheinwerfer bestrahlen farbige Formmatrizen, durch deren Verschiebung und durch Lichtfilterung entsteht auf einer Leinwand ein bewegliches Formenspiel. Im Kunstjargon von heute würde man von einem kinetischen Lichtballett sprechen. Das Bauhaus erstrebte mit seinen Bühnenexperimenten ein mechanisiertes, untragisches Theater. Bildnerische Abläufe ersetzen Handlung und Worte. Wie auf dieser mechanischen Bühne.
Beide Experimente sind frühe Vorwegnahmen heutiger Projektions- und Bewegungskunst. Vieles, was neu erscheint, ist nicht neu, wenn man die Geschichte des Bauhauses und dessen Experimente kennt. Das Bauhaus reformierte alle Bereiche der künstlerischen Gestaltung. Sogar auf einem so traditionellen Gebiet wie der Weberei erreichte es neue Wirkungen. Meisterin der Weberei war nach Muches Ausscheiden Gunther Stölzel. Sie lebt heute in Zürich. Die Webwaren wurden Verkaufsschlager. Das Bauhaus hatte in Dessau viele Verträge mit Fabriken zur Herstellung seiner Produkte abgeschlossen. Es finanzierte sich teils selbst. Trotzdem fehlten bald wieder die Mittel. Und die Angriffe von außen nahmen wieder derbe Formen an. Es gab einen bürgerlichen Kampfverein gegen das Bauhaus, dessen Anführer Gropius aufs Übelste beleidigte. In einem Prozess erhielt er nur 500 Rentenmark Strafe. Das waren Anzeichen neuer Krisen. Gropius und das Bauhaus waren gerade wegen der Erfolge zu einem Ärgernis für die Rückständigen geworden. Die Meister und Studenten verfochten eine neue Auffassung von Kunst und Kunsterziehung. Die Masse wollte alles beim Alten belassen. Sie reagierte auf das Neue mit Hass. In der Mehr der Ablehnung konnte sich der kleine Kreis der Freunde des Bauhauses nicht behaupten. Wer in Anhalt Wahlen gewinnen wollte, brauchte nur gegen das Bauhaus und seine Meister zu hetzen. Walter Gropius gab den Kampf schließlich auf. Aus Resignation? Das sind alles politische Gründe im Wesentlichen. Die Nationalsozialisten wurden immer stärker, auch in Anhalt. Und der Druck von dieser Seite, die Beschimpfung in den Zeitungen und so weiter, war sehr stark auf mich persönlich gemünzt. Und ich dachte, ich würde dem Bauhaus gut tun, wenn ich mich zurückzöge. Und außerdem war der Kampf für mich so schwer geworden. Und nach vielen Jahren Kampf fühlte ich mich etwas müde, das weiterzumachen. Ich hielt es für angebracht, zurückzutreten. Mir erscheint sehr revolutionär ein Wort von Ihnen. Sie sagten, Sie wollten nicht Wissen vermitteln, sondern die Methode zur Lösung einer Aufgabe. Das scheint mir sehr wichtig. Ja, der Sinn des Bauers war eben ein methodisches Vorgehen, nicht irgendwie ein Vorbild oder Modell, dem man nacharbeitet. Und das ist natürlich etwas ganz anderes. Darum kommt es auch dazu, dass meine Schüler, die heute Namen haben, sind sehr verschieden. Mir war das eine horrible Vorstellung, dass da alle eine Art Gropius-Architektur erzogen würde. Nein, jeder soll das rausbringen, was in ihm ist. Das ist meiner Ansicht nach die richtige Erziehung. Wenn wir das heute ansehen, finde ich das viel zu viel in den Universitäten noch diktatorische Gewohnheiten zwischen Lehrer und Schüler sind. So habe ich vom Anfang an im Bauhaus immer eine Studentenvertretung, meistens zwei Personen, zum sogenannten Meisterrat zugelassen. Die sind immer dabei gewesen, wir haben sie immer mit angehört. Infolgedessen bricht man allen Revolutionen die Spitze ab, denn man macht sie mitschuldig, mitverantwortlich für das Ganze. Und das war sehr gut im Bauhaus. Waren Sie sich damals schon über die epochale Leistung des Bauhauses bewusst? Ja, das ist schwer zu beantworten. Dass es eine wichtige Sache war, war mir klar. Und es war doch damals auch schon genügend bekannt, sodass ich wusste, dass es ziemliche Wellen geschlagen hatte und dass das eine Sache war, die noch weiteres Leben in sich trug. So viel, ja, könnte ich sagen, dass ich das gewusst habe damals, wie ich wegging. Rückblickend, wie würden Sie heute die Leistung des Bauhauses definieren? Künstlerischer und pädagogischer Durchbruch. Mit Gropius verließen Marcel Breuer, Moholy Nagy und Herbert Bayer 1928 das Bauhaus. Nachfolger von Gropius wurde der Schweizer Architekt Hannes Meyer. Meyer war radikaler Sozialist. Seine erste große Bauaufgabe, der Freihof in Basel. Eine genossenschaftlich finanzierte Siedlung mit kollektiven Sozial- und Bildungseinrichtungen. In Essen, bei den Krupp-Siedlungsprojekten und bei Studienaufenthalten in England holte er sich weitere Erfahrungen im Siedlungsbau. Gropius hatte Hannes Meyer im April 1927 als Leiter der Architekturabteilung ans Bauhaus geholt. Architektur war für Meyer zuerst eine soziale Aufgabe und nur in zweiter Linie ästhetische Organisation. Kurz vor seiner Berufung ans Bauhaus hatte er, zusammen mit Hans Witwer, durch einen beachtlichen Entwurf für den Völkerbundpalast in Genf international von sich reden gemacht. Die Funktion stand hier vor der Repräsentation. Aufgrund dieser Leistung
wurde der Schweizer von Walter Gropius ans Bauhaus geholt. Die Ära Hannes Meyer brachte eine starke Verwissenschaftlichung und Versachlichung des Bauhauses und des Bauens. Meyer schuf zweckmäßig aufgeteilten Wohnraum, wie hier in den Laubenganghäusern von Törten. Sie wirken wie Protestbauten gegenüber der Dessauer Gropius-Architektur. Großzügiger entwarf und baute Meyer die Gewerkschaftsschule in Bernau bei Berlin. Für seine vollkommene räumliche Verwirklichung des pädagogischen Programms hatte er den ersten Preis erhalten. Meyer zog die Architekturabteilung des Bauhauses zur Ausführung der Gewerkschaftsschule heran. Er wollte hier biologisch bauen, das hieß Unterricht, Gemeinschaftsleben und ruhiges Wohnen in vernünftige Bezüge bringen. Seine Lösung gilt auch heute noch als vorbildlich. Unter Meyer gab es mehr Unterrichtsstunden, mehr wissenschaftliche Fächer, mehr Betrieb in den Werkstätten. Den Begriff Kunst lehnte Meyer radikal ab. Er hatte nahe Ziele und schnelle Lösungen im Auge. Meyer erlaubte kommunistische Propagandaarbeit im Bauhaus. Als die Dessauer Stadtväter dies erfuhren, stellten sie ihm im Sommer 1930 abrupt den Stuhl vor die Türe. Meyer ging kurz darauf als Planungsexperte nach Russland. Zurück blieb eine zwiespältige Beurteilung seiner Person. Wir bedauerten diesen Zwiespalt, weil Hannes Meyer ja auch ein sehr lebendiges Gedankengut und im Grunde sehr positive und notwendige Gesichtspunkte mit einbrachte. Also die soziologischen Voraussetzungen des Bauens sind bei ihm gegen die Ästhetik angewendet worden und das war für die Entwicklung des Bauhauses gewisslich ohne irgendwelche politischen Vorzeichen sehr nötig und produktiv. Und er hat nur etwas, das, was er vielleicht sachlich und fachlich zu bieten hatte, durch seine etwas harte und intolerante Art zerstört oder unwirksam gemacht. Auf Vorschlag von Walter Gropius übernahm dann 1930 der Architekt Ludwig Mies van der Rohe die Leitung des Bauhauses. Er war schon früh durch eigenwillige Entwürfe bekannt geworden. Wolkenkratzer aus Glas und Stahl, entworfen zwischen 1919 und 21. 20 Stockwerke hohe Türme, zuerst eckig, dann rund. Fantasiearchitektur in jenen Jahren, aber wie wir heute überall sehen, dennoch zukunftsweisend. Mies van der Rohe war, wie Gropius und Le Corbusier, aus dem Büro Behrens hervorgegangen. Am Stuttgarter Weißenhof bewährte sich der Architekt als Gesamtplaner. Die Elite der europäischen Architektur erstellte hier den bis dahin modernsten Wohnkomplex. Heute stehen solche Häuser überall. Damals, 1927, waren sie eine Sensation. Der große Durchbruch von Mies van der Rohe kam 1928 in Barcelona. Sein Weltausstellungspavillon demonstrierte Architektur als eine dem Zweck übergeordnete Komposition des Raums, also eine Absage an den strengen Funktionalismus. Ähnlich nüchtern schön sein fast gleichzeitig in Brünn für einen Fabrikanten gebautes Haus Tugend hat. Weite, über Eck gezogene Glaswände öffnen das Haus zur Natur. Mies treibt Luxus mit Sonne und Licht. Und mit Raum. Er ist ein Architekt für reiche Leute. Aber Krieg und Enteignung änderten den Zweck des Hauses. Heute beherbergt es ein Rehabilitationszentrum der tschechischen Regierung. Kinder turnen sich hier gesund. Aus dem großen Wohnraum ist durch geringe Veränderung ein Gymnastiksaal geworden. Dies beweist die Richtigkeit der Mies'schen These vom Funktionswechsel der Architektur. Blinkende Säulen, Palisander, Marmor, die Reste der alten Pracht wirken jetzt deplaciert. Die Zeiten wechseln, die Gebäude bleiben. Mies'sches Bauen trägt dem Rechnung. Sein Ziel, die Mehrzweckarchitektur. Mies van der Rohe war ein anerkannter Architekt, als er im Herbst 1930 die Direktion des Bauhauses übernahm. Mehr noch als Gropius und Meyer legte er die Betonung auf den Unterricht und die praktische Ausbildung in den Werkstätten. Hannes Meyer hatte eine hohe Produktion von Bauhausartikeln gewollt, Mies drosselte die Produktion. Das Bauhaus lieferte nur noch Modelle, nach denen die Industrie selbst fertigte. Die Einnahmen aus Lizenzen betrugen jährlich 30.000 Rentenmark, aber sie konnten die Kürzungen im Bauhausetat nicht auffangen. Wieder einmal war eine Wirtschaftskrise über Deutschland hereingebrochen. Die radikalen Gruppen wuchsen stark. Bei den Reichstagswahlen 1928 hatte Hitler nur 810.000 Stimmen erhalten.
1930 waren es bereits 6,5 Millionen und 2 Jahre später schon 14 Millionen. Die politischen Kräfte verzettelten sich im Intrigenspiel um die Macht und die wirtschaftliche Flaute wurde katastrophal. 6 Millionen Arbeitslosen versprach Hitler Arbeit. Die Krise spülte ihn und seine rechtsradikale Politik nach oben. Umjubelt von vielen Hunderttausenden trifft der Führer im festgeschmückten Dessau ein. Das Volk erhoffte sein Heil von Hitler. Dessau war schon 1932 im Kern eine narzisstische Stadt, die Hitler wenige Jahre später so gefeiert hat. Im August 1932 entschied sich Dessau für die Schließung des Bauhauses. Die NSDAP hatte zum zweiten Mal gesiegt. Das Bauhaus, Stätte jüdisch-marxistischen Kunstwillens genannt, sollte von deutscher Erde verschwinden. Aber die Lizenzgebühren für Bauhausprodukte und die Dessau abgerungene Fortzahlung der Lehrergehälter ermöglichten es, das Bauhaus als privates Lehrinstitut Mies van der Rohes nach Berlin zu verlegen. In Dessau drang die NSDAP auf den Abbruch der Gropius-Bauten. Berlin, 1932. Alle Extreme und Kräfte der Politik und der Kultur konzentrierten sich in der Reichshauptstadt. Der Entscheidungskampf zwischen Freiheit und Unfreiheit, zwischen Geist und Ungeist wurde hier geführt. Die Bourgeoisie tanzte der Dämmerung der Republik entgegen. Sie verkannte die politische Situation. Diese begünstigte Hitler und den Ungeist. 37% der deutschen Wähler hatten sich für die braunen Kolonnen entschieden. Draußen tobte der Machtkampf. Eine täglich hektischer werdende Politik, zunehmende soziale Unordnung und wirtschaftliche Krisen lenkten die Blicke ab von der sich anbahnenden Katastrophe. Schon das Ende des Dessauer Bauhauses unter den Stiefeln der SA war fast unbemerkt geblieben. Das Bauhaus war ein Kind der Weimarer Republik und es sollte mit ihr sterben. Mies van der Rohe hatte im Oktober 1932 in Berlin-Steglitz noch einmal mutig begonnen. Noch einmal bewies sich die Kraft der Bauhaus-Idee. In einer alten Telefonfabrik waren in wenigen Wochen Unterrichtsräume und Werkstätten eingerichtet worden. Der Betrieb begann, aber das Glück währte nicht lange. Das Bauhaus wurde polizeilich überwacht und so schnell wie Hitler zur Macht kam, vollendete sich das Schicksal des Instituts. Auf die Machtübernahme folgte das Ermächtigungsgesetz. Es beendete den Rechtszustand in Deutschland. Bald darauf erschien die Gestapo in Steglitz und versiegelte die Räume. Mies van der Rohe glaubte dagegen noch protestieren zu können. Und tatsächlich erreichte er im Juli 1933 die Genehmigung Rosenbergs zur Weiterführung des Bauhauses. Aber die Auflagen hätten es in eine narzisstische Lehranstalt verwandelt. Am 20. Juli 1933 entschloss sich der Meisterrat, das Bauhaus zu schließen. Es war allen klar geworden, dass Hitler ein Freibeuter des Rechts und ein Vergewaltiger der Kultur war. Der Führer befahl, und sie folgten ihm. Wer anderen Willens war, wurde vertrieben oder vernichtet. Die meisten Bauhäusler gingen in die Emigration. Sie gingen arm, mit nichts im Gepäck als ihrer Idee. Ideen sind nicht totzutreten. Schon bald nachdem die SA die Scheiterhaufen entzündet hatte, begann das Bauhaus wieder zu leben. Amerika wurde ihm zur neuen Heimat.